Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zum eben langsam großen Finale von Game of Dwarves. Ich sage deswegen großes Finale, weil wir nur noch eine einzige Mission zu schaffen haben. Nachdem wir letztes Mal den verseuchten Berg abgeschlossen haben, bleibt jetzt nur noch der Tod des Magikus auf Snowberg. Ja, hier steht wieder Gefahrenbereich, wobei das hier ja auch ein Gefahrenbereich war. Dies ist die Heimat und der Unterschlupf des Magiers Magikus. Der Turm wurde mit Hilfe der Rohstoffreserven an Drachenblut gebaut, die die Zwerge zurückgelassen hatten. Der Turm erstreckt sich weit in den Himmel, was ihn zum höchsten Punkt ganz Wannerheims macht. Ein perfekter Sitz für einen schwarzen Magierfürsten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir nach oben graben müssen. Okay, wir haben schon Platin und es geht eher nach unten. Endlich, wir sind da, der Turm des Magikus. Hier werden alle Rechnungen beglichen und wir werden endlich Rache dafür nehmen, was uns die Magier und Grünhäuter alles angetan haben. Ja, ja, das ist alles schön und gut. Trotzdem müsst ihr das letzte Ladegerät für die Dämonenkugel finden. Nur dann kann Magikus wirklich aufgehalten werden. Okay. Da ist Undigium. Oh, und wir befinden uns schon ziemlich weit unten, möchte ich mal so anmerken. Ja, weil es gar keine Oberfläche gibt. Gut, zu wissen das. Ja, puh. Die Rohstoffe sind hier mal wie immer sehr gut verteilt. Achso, das hier soll unsere Eingangstür kennzeichnen. Gut, das heißt Grabearbeiten. Die bleiben uns nicht erspart. 1, 2, ja. Zwei Jungzwerge, wir haben einen Forscher, der sogar einen guten Forschungstisch schon hat. Machen wir einen von denen gleich mal zum Bergarbeiter. Wir haben sogar schon Titan hier. Jo, ganz nett. Das Ganze. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder auf die unglaubliche Suche nach gutem Boden machen. Da ist sogar Marmor und ja. Listen good and listen well. Und wo finden wir das letzte Ladegerät? Wenn ich den Magikus wirklich gut kenne, was total der Fall ist, dann hat er das letzte Ladegerät genau in der Mitte von allem platziert. Hear me out. Wie, warum dort? Warum genau dort? Listen to me. Ach, wer weiß das schon. Ist ja nicht so, dass ich Magikus wäre, was ich überhaupt nicht bin. Hm, du bist halt Magikus. Also jedem, der das noch nicht aufgefallen ist, er ist Magikus. So, die Bergarbeiter schaffen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir Nahrung finden. Bei Nahrung ist das Einzige, was wir nicht kaufen können. Also ein Ort, wo wir Nahrung anbauen können. Die Tür kann ich leider nicht verkaufen. Die ist zur Zierde.
Handwerksverbesserung. Nein, erstmal Grabverbesserung. Und ja, die kann ich gleich zu dem Arbeiter abkommandieren. Wenn wir dann unsere Pflanzen aufbauen, ist es gut, wenn wir gleich zwei von der Sorte haben. Und ja, dadurch, dass du das schnelle Pult hast, levelst du ordentlich schnell auf. Was auch sehr gut ist. Wir haben halt immer noch nur schlechte Betten und... Ja, sowieso... Gut, da scheint ein bisschen was zu sein an Platz für Pflanzen. Ich schaffe jetzt erstmal die Betten hier aus dem Weg. So. Wobei ich... Ehrlich gesagt, lieber weiter oben irgendwo. Auf Mutter Erde meine Farm hätte. Das sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn ich sie hier dem Game, dem, ja, wie nennt man das hier? Das ist, sieht eigentlich mehr aus wie trockene Erde, oder? Gibt halt keine Beschreibung. So, während die am Graben sind, erhöhen wir mal unsere Lagerkapazität um 50. Und ja, hier ist wirklich ein kleines Fleck an Grünfeld, was wir benutzen können. Hoffentlich finden wir noch mehr. Wenn nicht, müssen wir wirklich erstmal nach oben graben, bevor wir hier nach unten graben. Ach ja, das können wir ja kostenlos upgraden. Und können uns dann gleich nochmal einen Jungzwerg holen. Den zum Militär machen und dann können wir zwei Trainingspuppen aus... Ja, erstmal aus Holz aufstellen. Ich baue nämlich mindestens zwei Soldaten jetzt für den Anfang. So, Spitzhacken. So. Noch mehr Titan. Von Anfang an so viel Titan zu haben, ist schon mal... Das heißt viel. Ist eine kleine Ader hier jetzt, aber... Besser als nichts.
Jo. Ihr seid da fleißig am Trainieren. Ja, seid ihr sehr schön. Und wir haben einen hübschen Titanthron. Schon mal viel edler als der olle Holzthron von Anfang. Hätte selbst die schwersten Plätze statt, ja. Das hatten wir schon mal. Ganz ehrlich, von hinten siehst du mit dem Helm fast schon aus wie so eine Art Inquisitor oder Dämonenjäger. Nur von vorne siehst du ulkig aus. Sword. Oh, wir sind jetzt König, nicht mehr Prinz. So, die zwei schlafen. Ich stelle hier schon mal den Düngestein auf. So, zweite Luft, dann der Plattenpanzer. Und dann sorge ich erstmal für Nahrung. Wie ich es dann mit dem Holz mache, muss ich erstmal schauen. Oh, da ist sogar Turmalin in der Decke. Aber nur... Ja, da ist noch mehr Turmalin in der Decke. Und ja, ich sollte auch Arbeiter abstempeln, die da arbeiten. Ja, hätte ich mir fast denken können, dass hier die Adern größer sind, als ich dachte zuerst. Wie ich es hier mit dem ganzen Platin und Gold mache, weiß ich noch nicht genau. Und noch mehr Titan. Also Titanmangel haben wir schon mal nicht. Ihr beide werdet jetzt erstmal zu Kämpfern. Sehr gut, meine Arbeiter arbeiten auch schon mal und bringen mir Nahrung. Ja, und wenn ich wieder Eisen habe, dann baue ich mal ein paar Eisentrainingsfiguren auf. Und ja, den Thronsaal muss ich auf jeden Fall auch dann ein bisschen herrichten, dass er was hermacht.